Herzlich willkommen bei Frodeno kocht. Ich zeige euch heute eines meiner Lieblingsgerichte. Eine adoptierte Version von dem Chef Jotam Ottolenghi. Der macht ein sehr, sehr leckeres Röstgemüse. In diesem Fall haben wir Süßkartoffeln und Möhren und ein paar Tomaten als die Hauptdarsteller. Dazu machen wir eine schöne Vinaigrette mit Kapern. Ich fange einfach mal an und schnippel das Gemüse längs. Das besonders coole an diesem Rezept ist, dass man hier eigentlich beliebiges Gemüse verwenden kann. Sehr, sehr flexibles Gericht. Möhren auch in so längliche Stücke. Zwiebel grob gehackt. Beim Kochen wichtig ist, dass es nicht so genau auf die Mengen ankommt. Deswegen kann ich auch notorisch schlecht backen. Aber hier beim Gemüse ist es völlige Geschmackssache. Dazu noch ein paar Tomaten. Die Knoblauchknolle schneiden wir einfach einmal so in die Hälfte und legen da zwei Pakete rein. Das macht das Ganze nicht so intensiv. Dazu noch ein bisschen Rosmarin, noch ein bisschen Thymian, eine ordentliche Prise Salz, etwas Pfeffer. Wie ihr mich kennt, das Olivenöl darf nicht fehlen. Insofern hier gerne großzügig. Jetzt haben wir das einmal so vorbereitet. Einfach und simpel. Und das kommt jetzt in den Ofen, 180 Grad, bis das schön knusprig goldgelb ist. Während unser Gemüse im Ofen röstet, machen wir die Vinaigrette dazu. Fangen wir an mit einem Teelöffel Senf. Dann schnappe ich mir am besten noch einen für den Honig, damit die Schärfe und Säure der Kapern noch ein bisschen ausgeglichen wird. Dann haben wir ein paar Kapern. Die kann man natürlich auch klein hacken, wenn man sich die Mühe machen möchte. Wie ihr mich kennt, kann man das auch sein lassen. Eine halbe ganze Zitrone. Salz und Pfeffer. Und zu guter Letzt das Olivenöl. Etwas verquirlen. Das war's auch schon. Das Gemüse ist fertig. Einfach die Vinaigrette schön oben drüber. Das Ganze etwas vermischen. Nun